Hey zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Frauen und Krafttraining. Heute geht es um Women's Strength Training Rules. Viel Spaß dabei. Ganz ehrlich Leute, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann ein solches Video drehen muss. Aber die Mythen über Frauen und Krafttraining halten sich dank vieler Fitness- und Frauenmagazine leider hartnäckig. Und auch in meiner Arbeit als Personal Trainer oder Trainer werde ich immer wieder mit solchen Mythen konfrontiert. Daher wird es Zeit, dass wir damit aufräumen. Der ein oder andere erzähle ich sicher nichts Neues, aber viele Mythen halten sich einfach hartnäckig und die will ich euch im Folgenden vorstellen. Genauso wie Fehlinformationen, die aus Fitness- oder Frauenmagazinen stammen, die sicherlich jeder von euch kennt. Cardio-Training formt den Körper. Deswegen stehen viele Frauen 1,5 Stunden auf dem Crosstrainer auf dem Laufband. Doch Körperstraffung dadurch passiert meist nicht. Ja, nicht überlasten. Wie viele Artikel findet ihr in Fitnesszeitschriften zum Thema Übertraining? Im Normalfall mit Beruf, Familie, was auch immer, schafft ihr es 2 oder 3 Mal in der Woche ins Training. Keine Sorge vor Übertraining. Problemzonen bekämpfen durch lokale Fettverbrennung. Jeder von uns hat die ein oder andere Stelle, an der er mehr Fett anlagert. Ist natürlich auch genetisch bedingt und in erster Linie hängt es mit unserer Ernährung zusammen. Doch durch viele, viele Sit-Ups, 100, 200, 300 am Tag, kann ich nicht lokal Fett verbrennen. Splitplan. Ihr findet immer wieder Artikel zum Thema Splitplan. Trennt Upper Body von Lower Body. Trainiert einmal dies, einmal das. Wenn ihr 1 bis 4 Mal die Woche trainiert, braucht ihr mit Sicherheit keinen Splitplan. Dann gehen wir schon im Bereich des Bodybuildings, wo das auch herkommt und wo es vonnöten ist. Die trainieren nämlich mehrmals am Tag. Nichts essen, um schneller abzunehmen. Es weiß jeder, dass es schlecht ist. Es weiß jeder, dass man nicht zu viel auf einmal abnehmen sollte. Es weiß jeder, dass man mit dem Jojo-Effekt konfrontiert ist am Schluss. Dennoch passiert es immer wieder. Ihr könnt schon nichts essen. Und am Anfang werdet ihr auch sicherlich abnehmen. Doch früher oder später schläft euer Stoffwechsel ein. Angst vor zu schnellem Muskelaufbau. Darüber haben wir im letzten Video schon geredet. Dafür ist auch das Testosteron verantwortlich, von dem die Männer nun mal 10-mal mehr haben als wir. Es gibt sicherlich die ein oder andere Frau, die tatsächlich schnell Muskeln aufbaut. Tolle Sache, bin ich neidisch drum. Und der Klassiker, straffen durch viele Wiederholungen und wenig Gewicht. So trainieren die meisten Frauen. Bringt's was? Regel Nummer 1. Lerne eine saubere Technik. Das gilt im Krafttraining wie fürs Laufen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du die Übung richtig machst, lass sie dir Zeit. Eine korrekte Ausführung ist wichtig, damit du die Erfolge erzielst, die du dir wünschst und dass du dich zum anderen nicht verletzt. Technik gilt auch fürs Laufen. Oftmals sieht man Frauen auf dem Laufband, die diese sogenannten X-Beine haben und am Schluss Knieschmerzen oder gar Meniskusknorpelschäden davon tragen. Auch viele Frauen trainieren mit Fitness-Apps, machen zum Beispiel Burpees. Nichts spricht gegen Burpees. Aber wenn ihr nicht in der Lage seid, saubere Liegestützen zu machen, dann lasst die Burpees weg und macht erstmal Liegestützen. Wenn das perfekt klappt, geht einen Schritt weiter und macht die Burpees. Regel Nummer 2 und damit meine Lieblingsregel, trainiere schwer und werde stärker. Keine Angst vor zu viel Muskelmasse oder davor bullig auszusehen. Bodybuilderinnen beispielsweise trainieren nicht umsonst mehrmals täglich, um so auszusehen. Trainiert nicht immer nur mit leichten Gewichten für viele Wiederholungen. Damit befindet ihr euch immer im Kraftausdauerbereich. Trainiert schwerer und setzt einen ausreichend hohen Trainingsreiz, damit euer Körper sich auch daran anpassen muss. Wenn ihr schwer trainiert, gewöhnt euch daran. Es ist von Anfang an schwer. Immer wieder höre ich, wenn ich den Frauengewicht auflege, oh, beim dritten Satz könnte es eng werden. Es ist grundsätzlich so, wenn ihr beispielsweise mit 6 Wiederholungen trainiert, dass ihr maximal 1 oder 2 mehr machen könntet in diesem Satz. Das heißt, fangt an, euch zu belasten. Regel Nummer 3. Das Gewicht auf der Langhantel ist wichtig und nicht auf der Waage.
Wenn Frauen zu mir kommen und ich sie nach ihren Zielen frage, geht es oft um Gewichtsreduktion, Körpergewichtsreduktion. Setzt euch das nicht als Ziel. Schaut in den Spiegel, der Spiegel ist viel ehrlicher. Nehmt euch eine Kleidergröße beispielsweise, eine alte Hose, in die ihr wieder passen wollt. All das ist sinnvoller, als auf die Waage zu steigen. Wie wir alle wissen, sind Muskeln schwerer als Fett. Und wenn jemand als Ziel hat, 2 bis 3 Kilo abzunehmen und Muskeln aufzubauen, dann kann es gut sein, dass derjenige, das viel Körperfett verloren hat, Muskelmasse aufgebaut hat und am Schluss das gleiche Gewicht hat, vielleicht sogar noch schwerer ist. Deswegen setzt euch keine Gewichtsziele, sondern werdet einfach stärker. Regel Nummer 4, verbrenne Kalorien. Es gibt nur eine Regel, um Körperfett zu verbrennen, und es ist, am Ende des Tages eine negative Energiebilanz zu haben. Hängt natürlich vom Essen ab, zum anderen davon, wie viel Kalorien du im Training verbrennst. Hört auf, euch 1-2 Stunden auf den Crosstrainer zu stellen, vielleicht ohne zu schwitzen, sondern fangt an, zeitökonomisch und intensiv zu arbeiten. Macht Intervalle, beispielsweise auf dem Laufband, und ihr seid nach 20 Minuten mit eurem Programm durch. Hört auf, an lokale Fettverbrennung zu glauben. Nur weil ihr denkt, ihr habt am Bauch Fett, werdet ihr das nicht durch Sit-Ups los. Das heißt, verbrennt Kalorien, verbrennt Körperfett und auch an eurer Problemzone wird früher oder später das Fett schmilzen. Nur weil ihr 200 Sit-Ups am Tag macht, werdet ihr davon kein Sixpack bekommen, wenn darüber noch Unterhautfett ist. Wie eben schon erwähnt, eine negative Energiebilanz am Ende des Tages hat natürlich nicht nur mit Training zu tun, sondern auch mit dem richtigen Essen, was mich zu meiner nächsten Regel führt. Regel Nummer 5. 30% Training und 70% Ernährung. Schon mal den Spruch gehört? Champs are made in the kitchen? So ist es. Wenn ihr Bodybuilder seid, gilt es auf alle Fälle. Für einen Everyday Athlete reicht wahrscheinlich 50-50. Das heißt, 50% macht das Training aus von euren Erfolgen und 50% die Ernährung. Gerade bei Frauen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es meist daran scheitert, dass die Makronährstoffe richtig verteilt werden. In der Regel ist es so, Frauen essen einfach zu wenig Eiweiß. Das heißt, fangt an, mehr Eiweiß, mehr Proteine zu essen und den Carb Intake, also die Kohlenhydrate, zu reduzieren. Und jeder hat sicherlich schon mal Erfahrungen mit Diäten gemacht. Man probiert die eine Diät, die andere Diät. Am Schluss hat man noch den Jojo-Effekt. Deswegen, wenn wir unseren Körper verändern wollen, dann ändern wir unseren Alltag. Das heißt, wir machen keine Diät, sondern wir stellen unsere Ernährung konsequent und langfristig um. Achtet darauf, dass ihr gesund esst. Esst zu jeder Mahlzeit Proteine. Esst genug Obst und vor allen Dingen Gemüse, auch für alle Vegetarier. Viele Hülsenfrüchte haben ganz, ganz viel Eiweiß. Esst keine Fertigprodukte, esst einfach keinen Scheiß und dann wird's auch. Regel Nummer 6, du brauchst einen Trainingsplan. Einfach so ins Gym oder ins Fitnessstudio zu gehen und drauf los zu trainieren, führt meistens nicht zu den Erfolgen, die man haben möchte. Das heißt, du musst strukturiert vorgehen, du brauchst einen klaren Trainingsplan, dann erfüllst du meist dein Training auch so, wie du sollst. Wenn du einfach so dahin trainierst, führt es meist dazu, dass man weniger intensiv arbeitet, als man sollte oder gar könnte. Regel Nummer 7. Variiere dein Training. Im Fitnessstudio ist es oft so, ihr erhaltet am Anfang einen Trainingsplan und trainiert den für viele, viele Monate oder man hat Lieblingsgeräte, an die man sich immer wieder setzt. Aber bitte, variiert die Übungen, variiert die Kraftfähigkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Training spannend zu gestalten und dabei die Übungen zu variieren. Wenn ihr es nicht alleine hinbekommt, nehmt euch den Trainer zur Hand. Nehmt euch den Coach im Fitnessstudio, nehmt euch einen Personal Trainer oder kommt hierher. Regel Nummer 8, trainiere deinen Oberkörper. Es gibt nichts gegen einen knackigen Hintern einzuwenden und straffe Beine. Aber es hilft dir nichts, wenn du schlaffe Arme hast. Deswegen trainiere deinen Oberkörper, hab keine Angst vor zu breiten Schultern. Wenn du nicht genetisch dazu veranlagt bist, wirst du sie nicht durchs Training bekommen. Haltet euch an diese 8 Regeln und ihr werdet sehen, wie sich euer Training und euer Körper dadurch verändert. Was habt ihr davon? Eure Muskeln werden größer, ihr werdet Körperfett verbrennen, ihr regt euren Stoffwechsel an, eure Knochendichte wird erhöht,
Osteoporose-Patienten beispielsweise empfiehlt man Krafttraining. Auch euer zentrales Nervensystem wird arbeiten und Muskelfasern rekrutieren, von denen ihr noch nicht mal geahnt habt, dass es sie gibt. Also haltet euch daran und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So viel zu Women's Strength Training Rules und nächstes Mal geht es wieder weniger um Ästhetik und mehr um Performance. Wartet auf Train Differently Part 2.